Willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed. Ja, in der letzten Folge haben wir einige Aufgaben für unsere Familienmitglieder erledigt und folgen nun unserer Mutter zu Leonardo. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Ja, die Mutter ist wirklich. Ja. Hallo? Objekt aufheben? So, Ezio. Ah. Was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktische arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen grazie, Madonna. Wie nett von euch. Okay. Bitte, folgt ihr mir? Okay, sehr gut. Ja, wir werden jetzt diese Sachen mal eben schleppen müssen. Das sind jede Menge kleine Bilder. Und da ist auch ein Bild am Anfang. Ah. Okay, auf jeden Fall habt ihr garantiert schon erkannt, wer es ist. Und zwar ist es Leonardo da Vinci. Ja, der Leonardo da Vinci. Und wer ihn nicht kennt, ja, der hat jetzt Pech gehabt. Der sollte definitiv dann nochmal zur Schule gehen. Und ja, wir treffen ihn jetzt hier und er wird auch, das, so viel kann ich verraten, in der weiteren Story noch eine Rolle spielen. Und ja, gut, wir laufen jetzt einfach mal mit der Kiste da in diesen komischen leuchtenden Kreis, den sonst keiner außer uns sieht. Ah, sollte vielleicht mal ein bisschen weniger Drogen nehmen, der gute Kerl. Und wir legen sie einfach mal hin. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Okay, und wir haben 100 Florin gekriegt dafür. Und auch diese Quest beendet, die ein Freund der Familie hieß. Und nun gehen wir wieder zurück zu unserem Vater. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn. Mach keinen Ärger. Hm? Natürlich nicht. Ezio doch nicht. Okay. Zwei Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen. Dann zu ihm zurückkehren. Das ist jetzt nicht so schwer. Und die Quest heißt Sonderzustellung. Okay, wir nehmen erstmal den hier, würde ich sagen. Das ist am einfachsten im Moment. Von Giovanni Auditore 2 und 3 haben wir erhalten. Und auch dafür wieder den Datenbankzugang. Und das hier ist doch die Kirche vom Anfang, oder? Sehe ich das falsch? Nee, das müsste die Kirche vom Anfang sein. Und okay, da unten gibt es dann die Wiedergabe, die Übergabe des Briefes. Und dafür nehmen wir einfach mal die
Leiter. Ah, okay, man kann jetzt auf der Leiter angreifen. So, und dann in den Kreis. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Ja, sehr suspekte Kerlchen. Ja, wie gesagt, am Anfang strotzt dieses Spiel sehr von Wortwitz und einigen recht sarkastischen Kommentaren, wie wir gerade mitbekommen haben. Ja, macht einen sehr fröhlichen Eindruck. Das Spiel ist auch alles vom Farbton hier sehr hell gestaltet und ist wirklich schön gemacht. Ich glaube, ich sollte aufhören, dieses Spiel zu loben. Das tue ich jetzt schon seit 3-4 Folgen lang. Ich weiß schon wieder gar nicht, wie viele Folgen ich aufgenommen habe, weil ich jetzt ja hier die ganze Zeit wieder hintereinander aufnehme. Und hier hinten ist jetzt, glaube ich, der Taubenschlag, oder? Hier drüben! Nein, das ist nicht der Taubenschlag. Okay. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Ja, sowas Ähnliches kennen wir doch auch aus dem ersten Teil. So gewisse Parallelen zwischen, auch zwischen Wortwahl und vor allen Dingen zwischen Ablauf dieser Aktion und den Abläufen der Informantenherausforderungen. Und da unten hat uns anscheinend irgendein Pazzi-Kerl entdeckt. Und, hepp, Palazzo della Signoria, das ist das gute Stück da drüben. Aber wir gehen jetzt hier erstmal an den Taubenschlag und holen die Nachricht. Ja, sehr sanft. Okay. So gibt's die Alternativkamera. Und da läuft ein ganzer Haufen Leute. Irgendwie. Sonderzustellung erledigt. Und wir müssen...